Herzlich willkommen zu Conradin Industrie TV. Hier neben mir steht Jörg Brinkemper, Branchenmanager bei LTE Motion. LTE Motion nimmt für sich in Anspruch, Lösungsanbieter für die Maschinenautomatisierung zu sein. Was genau steckt dahinter? Was zeichnet das Unternehmen aus? LTE Motion ist seit 40 Jahren Spezialist in der Antriebstechnik und auch in der Maschinenautomatisierung. Daher haben wir unheimlich viel Erfahrung, wenn es um unterschiedliche Bewegungslösungen geht. In der Vergangenheit war es so, dass Motion-Funktionalitäten immer in der Servoachse integriert wurden. Heute ist das so, dass immer mehr in die eigentliche Steuerung hineinwandert. Vielleicht kurz zu unserem Merx-Automatisierungssystem. Das ist relativ kompakt. Wir denken, dass wir das kompakteste System am Markt sind. Unserer Meinung nach haben wir den einzigsten Dreiachsregler seiner Klasse mit nur wirklich 55 mm Breite in diesem System eingesetzt. Das heißt, wir schaffen dem Kunden Platz und er kann eine kleinere Maschine bauen. Ein weiteres Thema ist die Steuerungstechnik. Wir haben eine Steuerungsplattform, wo wir sowohl PLC, Motion als auch Robotik mit einer Hardware integriert haben. Und wir werden zukünftig auch noch unseren eigenen CNC-Kernel darauf integrieren. Kommen wir mal auf den Markt zu sprechen. Welche Trends sehen Sie aktuell? Erster Trend, den wir sehen, ist das Thema Energieeffizienz. Servomotoren ersetzen Asynchronmotoren und auch pneumatische Aktuatorik wird ersetzt durch elektrische Antriebe. Und da sind wir eigentlich schon vorbereitet, dadurch, dass wir in unsere Systeme ein Multimotor-Interface integrieren, wo wir verschiedenste Motoren und Sensoren auswerten können. Condition Monitoring ist sicherlich ein Thema. Wir haben alle Daten bei uns in der Antriebsachse zur Verfügung. Wir können die der Prozessebene zustellen, aber wir können auch direkt eine eigene Reaktion daraus abbilden, können Drehmomente überwachen, können daraus eine Produkterkennung realisieren und melden nur noch das Event nach oben. Letztes Thema, Plug and Produce, Standardisierung von Maschinen und Maschinenmodulen. Wir denken, die Maschine muss eine Sprache oder alle Maschinen müssen eine Sprache sprechen. Ein Beispiel wäre dieses PackML-Profil aus der Verpackungstechnik, wo es darum geht, eine Standardisierung zu realisieren. PackML entwickelt von der OMAG, Arbeitskreis, verschiedene Endkunden, Maschinenbauer und Technologieprovider. Jetzt ist Offenheit ein wichtiges Thema für LTE Motion. Was bedeutet das konkret und was bedeutet es für die Kunden? Offenheit bei LTI ist uns wichtig, dass alle unsere Komponenten im System standardisierte Schnittstellen beinhalten. Ein Beispiel, wenn in einer Maschine die Steuerung oder die Visualisierung etabliert ist beim Maschinenbauer oder vom Endkunden gesetzt wird, dann ist es aber häufig so, dass der Maschinenbauer nicht die Antriebstechnik oder die Motion-Funktionalität nutzen kann von diesem Lieferanten, weil eben die Bewegungstechnik maßgeblich für die Performance dieser Maschine ist. Wir haben da Interfaces geschaffen, im Prinzip wirklich basierend auf Standards wie Bussysteme, wie Profinet, Sercos, Ethernet IP, sodass wir unsere Komponenten, unsere Drives auch an diese etablierten Steuerungssysteme anbinden können. Herr Brinkemper, dann bedanke ich mich für das Gespräch und wünsche Ihnen noch eine schöne Messe. Dankeschön. Gerne.